Hallo Freunde, hier ist Christian Schemmer, Partner, Beziehungscoach, Diplompsychologe, und wir haben mal wieder eine spaßige Zuschauerfrage bekommen. Kannst du auch anschieben über ein Formular auf liebeschip.de, und wir sprechen mal wieder über Feini On-Off Ehe in diesem Fall. Ja, ich glaube, es wird wieder harter Tobak, sag ich mir so mein Bauchgefühl. Also, wo fangen wir mal an? Seit mehr als 6 Jahren in einer On-Off-Beziehung. Meine Frau ist besonders bei emotionalen Themen wie Feiertag, Weihnachten, Familienfeiern extrem abwertend. Was ist ja schon mal richtig schön. Das will man natürlich haben als Mann. Eine Kommunikation ist dann nicht möglich. In der Regel gibt es vorher Streit, dann bekomme ich die Schuld. Da haben wir schon die Schuldumkehr. Und das war es dann. Weihnachten oder Hochzeit von meinem Sohn mache ich dann alleine, und eine Off-Schleife ist wieder ausgelöst. Meine Frau hat keine Freunde, mit ihren Eltern und ihrer Schwester hat sie keinen Kontakt mehr. Kein Wunder, wenn sich da auch so verhält. Ihre Mutter hat deutlich narzisstische Züge. Kann ich natürlich nicht beurteilen von hier. Kann nur sagen, dass ich das im einen oder anderen Fall ja auch mal bisschen vererbt so, ne? Auch meine Eltern waren zu mir kalt und lieblos. Ich wuchs bei meiner Oma auf. Nichts machte ich gut genug. Ich erfüllte nie die Erwartung meiner Eltern. Ja, und dann ist das natürlich eine Steilvorlage dann für so eine Ehefrau, muss man natürlich sagen, ne? Hast du wieder das gesucht, was du vorher hattest. Abwesende weibliche Bezugsperson. Das ist auch heute so, mit meiner Mutter kann ich überhaupt nicht mehr kommunizieren, ich bin eh ein Loser, also vermute mal, sagt sie. Also meine Frau und ich haben uns gesucht und gefunden, ich würde die Ehe gern retten, aber ich benötige einfach mal einen fachlichen Input eines sehr erfahrenen Beraters. Ist natürlich genau richtig bei mir. Also, was soll man dazu sagen? Ich denke, man kann davon ausgehen, dass in so Chaosfamilien werden die Kinder entweder co-abhängig oder so ein klitzekleines bisschen narzisstisch, so oder so ist das halt. Das sind die einzig beiden Überlebensstrategien so. Und klar, es finden sich selten zwei Co-Abhängige und selten zwei Narzissten. Also jetzt nur so im übertragenen Sinne, ne? Verstehe schon, wie ich meine. Also Menschen, die so ein bisschen im Ego sind, ist ja wie es ist. Wir müssen alle mit dem Material klarkommen, was wir haben, und dann versuchen uns irgendwie weiterzuentwickeln. Aber gut. Erster Weg ist ja erstmal so die Erkenntnis, ne? So im Sommer vor ein paar Jahren habe ich dann versucht, mit einer Hochzeit Stabilität in die Beziehung zu bringen. Das ist ungefähr so, als wenn du mit einem blutigen Stück Fleisch Ruhe versuchst, in ein Schwimmbecken voller Haifische zu bringen. Also das. Also wenn eine Ehe oder eine Beziehung eh schon, ist auch egal warum, komplett instabil ist. Ich meine, ich verstehe den Gedanken, nur Ehe macht es ja eigentlich immer noch instabiler, ne? Es ist wirklich schade, ne? Also wirklich, macht nur heiraten, wenn eine Beziehung echt gut ist, ne? Weil ansonsten, du verlängerst das Elend. Da muss ich irgendwann womöglich scheiden lassen. Macht das nicht, Leute, wirklich. Und das bessert sich nicht, ne? Vielleicht hast du es gemacht, weil du denkst, ja, dann ist sie nicht mehr so unsicher, dann bekommt sie Stabilität. Aber häufig ist das Gegenüber ja in solchen Beziehungen auch so sehr bindungsängstlich. Und was machst du dann noch bindungsängstlicher? Und ach, es bringt gar nichts, ne? Leider. Leider ist mir das nicht gelungen, und ich habe das Gefühl, dass es sogar schlimmer geworden ist, ja. Ich bin in einer Krümelbeziehung angekommen. Die berühmte Krümelbeziehung, habe ich auch viele Videos darüber gemacht. Also eben nur Krümel, kein Kuchen, ne? Wir wohnen nicht zusammen. Oh Gott. Alter, es wird ja immer schlimmer. Wo sind deine fucking Standards, ey? Wirklich. Hallo. Da meine Frau noch mit ihren beiden Kindern zu Hause ist, ja, dann brauchst du auch nicht heiraten, ne? Ihr Sohn ist, ja, heranwachsend, Tochter auch. Ich habe auch ein paar Kinder und noch eine Tochter bei mir. Meine Frau und ich haben noch getrennte Wohnungen. Meine Tochter und die Tochter meiner Frau kennen sich seit dem Kindergarten, sind total verfeindet. Oh Gott, ist das für eine Horror-E-Mail. Aber es hat alles Gründe, weil da nichts zusammenpasst. Und also deine Frau hört sich ja, ich meine, ich kenne sie nicht, aber
Hört sich ja an, als jemand, mit dem niemand klarkommt. Das gibt es manchmal, ne? Jeder ist genervt. Und ja, vielleicht hat sie das ein bisschen fortgesetzt. Vielleicht ist ihre Tochter auch so schwierig. Und aber gut, ich will jetzt ja nicht einem, wer weiß, wie das jetzt alles zusammenhängt, wissen wir nicht. Aber klingt nicht so nach, was du vielleicht bräuchtest, gutes Elternhaus, gute Beziehungen, gute familiäre Bande, wo du dein Bindungssystem zur Ruhe kommen kann. Nein, also du, sie kommt aus einer kaputten Familie, du kommst aus einer kaputten Familie und das potenziert sich dann häufig, ne? Und so geht das immer weiter, bis irgendjemand mal die Schleife durchbricht und das kannst auch du jetzt machen, ne? Indem du sagst, nee, ich lass mich nicht mehr so behandeln, ne? Ich erwarte eine menschliche Behandlung von meiner Ehefrau, ich mache diesen Scheiß nicht mehr mit und fertig, ne? Und dann kann sie überlegen, ob sie da bleiben will, gehen will. Aber deine Standards sind nicht verhandelbar, ne? Da musst, so musst du das angehen, ne? Modul 1, Umprogrammierung des Liebeschips, ne? Standards und Dealbreaker, die ganze Beziehungsdynamik in solchen Beziehungen findet ihr da alles. So, das ging immer von der Tochter meiner Frau aus. Also es wiederholt sich jetzt schon die nächste Generation. Meine Frau war solidarisch mit ihrer Tochter. Ja, gut, das kann man ja verstehen, aber es ist ja ein einziges Chaos hier, ne? Auch dadurch war bei Jahre bis heute Streit und Unstimmigkeit ein Dauerthema. Du musst dir natürlich auch überlegen, bist du dieses Chaos gewöhnt und dass du deswegen so lange drin bleibst? Du musst dich halt fragen, warum, ich meine, das wird jeder, der sich das hier anhört, wird denken, warum machst du das, ne? Und diese Frage musst du dir stellen, ne? Weil das ist komplettes Chaos, wo du nur unter die Räder kommst. Vielleicht bist du auch ein bisschen Drama-addicted, ich weiß es nicht, aber klar, ich verstehe schon, man findet das schlecht raus. Aber verheiratet oder nicht, Standards oder also wichtige Standards und vor allen Dingen Dealbreaker sind nicht verhandelbar, ne? Und das mit Weihnachten nämlich auch, oh, das hatte ich teilweise auch früher in meiner Familie, dass immer Weihnachten Theater war, ey, jedes Jahr, ey. Immer war irgendwas anderes und ich dachte immer, what the fuck, was, aber das trennt sich ja auch ganz viele vor Weihnachten. Und ich dachte immer, ich will einfach nur ein schönes Weihnachten haben und es war fast jedes Mal. Also irgendwann jetzt die letzten 20 Jahre nicht mehr. Aber als ich klein war, nur Chaos. Nur fucking Chaos. Ey, wirklich, ey. Ganz schlimm. Und da muss man echt aufpassen, dass sich das nicht immer wiederholt. Hat sich bei mir auch lange wiederholt. Ne? So, Mann. Das Schlimme für mich ist, man weiß nie, woran man ist. Weihnachten war für uns aufgrund der Konstellation schon immer schwierig. Wir hatten in 6 Jahren nicht einstörungsfreies Fest. Ja, aber auch irgendwo, weil ihr wahrscheinlich überhaupt nicht zusammenpasst irgendwie, ne? Und entweder ihr alle oder deine Frau einfach überhaupt gar kein Interesse dran hat. Es gibt ja Menschen, ich war auch mit so Frauen zusammen, die, oder zumindest eine, sag ich mal, oder naja, vor allem mehrere, die brauchen ständiges Drama. Also wenn da mal 3 Tage ruhig ist, dann wird aus dem Nichts ein verficktes Drama inszeniert. Aus dem Nichts wirklich, ne? Und ja, das bedient vielleicht dein Dramagehirn irgendwie, ne? Aber das hält es auch für Dauer nicht durch, ne? So, in 2023 hat sie kurz vor Weihnachten einen Streit initiiert und dann bis nach Weihnachten mit mir Ghosting getrieben. Ja. Was weiß ich, was sie mit Weihnachten hat, aber sie kann es nicht. Sie kann kein ruhiges Weihnachten führen. Da kannst du im Eck springen. Das wird nicht klappen, ne? So war ich die gesamten Feiertage alleine. Ja, was? Also ich kann nur immer wieder sagen, rund um Weihnachten, es sei denn, du bist jetzt aus einem anderen Kulturkreis und Weihnachten ist dir scheißegal. Wenn dein Partner, könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, ob ihr verheiratet seid, wenn dein Partner dich nicht sehen will zu Weihnachten, ey, schick ihn in die Wüste, sorry, das ist Dreck. Das ist einfach nur Dreck, ne? Und vor allen Dingen, warum? Mit wem feiert sie denn dann? Es geht auch nur darum, man muss sich ja nicht 24-7 sehen an Weihnachten, ne? Und vielleicht ist das schwierig mit erwachsenen Kindern und vielleicht muss da jeder seinen Platz und Raum kriegen. Aber ich kann dir auch aus eigener Erfahrung sagen, wenn das mit den Kindern überhaupt nicht funktioniert, liegt es meist nicht an den Kindern, sondern an dem Elternteil, der es einfach immer wieder sabotiert und die schlecht redet, womöglich, und deswegen kommen die nie mit dir klar, ne?
Als wir uns wieder sahen, begrüßte ich mit den Worten, ich hatte die schönsten Weihnachten der letzten 6 Jahre. Du wirst an Weihnachten dieser Familie keine Rolle mehr spielen. Und auch die Teilnahme an gegenseitigen Familienfeiern sollten wir überdenken. Ja, was, ich meine, es ist eigentlich evident, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Diese Frau hat fucking null Respekt vor dir. Da kannst du nichts mehr mit tun. Also das heißt, wenn du mit so einer Frau zusammenbleibst, wird dich nur schlecht behandeln, wird dich nur ausnutzen, wird dir auf der Nase rumtanzen. Und da kannst, ich meine, das ist eigentlich schon zum Lachen, da kann man gar nichts mehr, das ist wirklich, das ist, da kann man eigentlich nur sagen, ja, alles klar, hier ist dein Koffer, hier ist mein Koffer, hörst von meinem Scheidungsanwalt, was soll man dazu noch sagen? Das ist einfach, ich würde auch kein Wort mehr mit der reden, wenn die so mit der redet, wird kein Dreckswort mit der reden, ne? Wirklich, sorry. So, die anschließende Diskussion führte wieder zu einer Off-Phase. Ich meine, jetzt hast du, ihr habt ja sowieso schon eine On-Off-Dynamik. Jetzt verliert sie noch einen Respekt vor dir. Das heißt, sie wird noch abgeturnter sein. Warum sie jetzt nicht geht, weiß ich nicht. Vielleicht verdient sie gut. Vielleicht hat sie wirtschaftlich gutes Leben an deiner Seite. Vielleicht ist sie langweilig. Vielleicht weiß sie, dass keiner mit ihr klarkommt. Wissen wir jetzt nicht. Aber das heißt, sie verachtet dich womöglich oder hat zumindest keinen Respekt vor dir. Und will aber weiter mit dir zusammenbleiben. Da kann nur absoluten Murks bei rauskommen. Nichts anderes, ne? Murks, Murks, Murks. Ne? Die anschließende Diskussion führte wieder einmal zu einer Off-Phase, die jetzt schon in der 4. Woche ist. Ja, jetzt kommt die bittere, also ich tut mir immer wieder leid, das sagen zu müssen. Ich habe in meinen jetzt 24 Jahren als Paartherapeut nicht eine einzige etwas längere On-Off-Beziehung gesehen, die sich wieder erholt hat davon. Nicht eine, ich habe es oft probiert, es hat nie funktioniert. Also wenn erstmal so das dritte Off da ist, wird sich die Beziehung nicht mehr davon erholen. Das ist einfach drin, das kriegst du nicht raus. Und du hast jetzt nur 2 Möglichkeiten zu überlegen, okay, mache ich das jetzt weiter? Also setz dich mal hin und überleg mal, ob du das bis 90 weitermachen willst, mit immer mehr Offs, immer mehr Respektlosigkeiten, oder ob du nicht sagst, nee, das war's, ne? Weil, also auch egal, wer jetzt der Böse ist, on-off heißt nicht kompatibel. Das ist meine Erfahrung, ne? Kann jetzt gern wieder einer schreiben, der selbst mal eine Beziehung hatte oder der ein Buch über Beziehungen gelesen hat, kann wieder sagen, Mensch, der Hemmschemeier, keine Ahnung, aber ich diskutiere nur mit Leuten, die das gleiche Erfahrungslevel haben wie ich. Das funktioniert einfach nicht, ne? Ja. Und ich sage das jetzt nur zu deinem Besten, weil es wird bestimmt Leute geben, die so, probier's doch mal, schenke Blumen oder das kannst du vergessen, ne? Also du kannst auch, wenn du sagst, das ist alles Blödsinn, kannst du auch sagen, nee, ich mache das jetzt weiter, aber ich setz knallhart meine Standards durch, ne? Aber dann landest du am gleichen Punkt. So wird, wenn man das Gefühl, man kann nicht, man will nicht, dann kannst du sagen, noch einmal behandelst du mich so. Aber ich meine, was soll man sonst sagen, ne? Wenn du mich noch einmal so behandelst, bin ich weg. Ja, dann willst du dich, es kommt aufs Gleiche raus, dann behandelst du dich wieder so und bist du weg. So, ne? Und weil du kannst, solche grundlegenden Standards des Zusammenlebens sind nicht verhandelbar. Da müsst ihr alle hinkommen, dass ihr sagt, ist mir scheißegal, und wenn ich mit dem Kaiser von China zusammen bin oder mit der Prinzessin von Pakistan, ist mir scheißegal, meine Standards werden nicht, also allgemein menschliche Standards des Zusammenlebens werden mit Füßen getreten, ja, raus, falsche Person, weg damit, next. Könnt ihr jetzt wieder sagen, ich bin hart und kühl und ist mir scheißegal. Ich meine, das wird euch jeder mit viel Lebenserfahrung sagen, dass man nicht Leute hinterherlaufen sollen, die einen scheiße behandeln. Ne? Das gilt auch für Freundschaften, das gilt für Arbeitsplätze, das gilt für alles. Ne? Natürlich kann man mal einen schlechten Tag haben oder so, oder auch mal eine Ehe kann auch mal eine Krise haben. Also das, ne, versteht mich da jetzt nicht falsch, ne? Natürlich. Oder auch 2 oder 3, aber diese Dauerscheiße ist halt. Also wirkt sehr toxisch. Eigentlich sind On-Off-Beziehungen an sich schon immer ein bisschen Toxi-Toxi, ne? So, aber ich glaube, es kommt noch mehr Kram hier. Okay, der Sex war super, aber ich muss gestehen, dass ich nicht versagen wollte und Viagra genommen habe. So, also was sagt mir das jetzt? Dass sie dich auch sexuell beschämt hat. Das ist die nächste Grenzüberschreitung, ne? Ich meine, also wenn du jetzt mit
Ich glaube, wir reden jetzt über Menschen. Ich glaube, du bist. Ah ja, das ist auch noch wichtig zu wissen. Vielleicht, du bist knapp über 60, deine Partnerin ist Ende 40. Ja, das kommt vor, dass man als Mann mit in den 60ern, dass man, ja, dass man da, und gut, dass es das gibt, sowas nehmen muss, ne? Und? What's the fucking problem, ne? Nimm es irgendwie. Aber ich, dass du das überhaupt also thematisierst, sagst mir, dass du auch dafür schon mal beschämt wirst, ne? Ja, viel Spaß damit, ne? Ich meine, ich bin jetzt kein Arzt, also es gibt auch, lasst euch da auch gerne mal beraten, es gibt auch Medikamente, die muss man nicht nur so bei Bedarf nehmen. Und also das ist wirklich so, wie gesagt, ich bin kein Mediziner, aber ich würde mal sagen, das ist einer der Bereiche mit den coolsten Medikamenten, die es gibt, ne? Nutzt das doch, ist doch alles Gute. So. Das lag daran, dass bei einigen Schwächephasen eine Beziehungskrise ausgelöst wurde. Oh Gott, ja, das ist wirklich, sorry, das ist einfach asozial, dann Mann auch noch für runterzuputzen, ey, wirklich, ey. Meine Frau bezog das direkt auf sich und stellte gleich die ganze Ehe in Frage. Ja, also du hast da sicherlich einen Menschen, der, ich will jetzt gar nicht sagen, dass sie das alles, weil kann ich jetzt nicht beurteilen, wie bewusst ist das alles. Also sie ist bestimmt auch in sich total schwierig, aber das sage ich ja mal wieder, das ist mein Konzept auch vielleicht für diejenigen, die neue sind, von Standards und Dealbreakern. Damit will ich euch befreien, zu überlegen, warum jemand so ist. Das spielt keine Rolle, ob die Gehirntumor hat oder ob die charakterlich so schwierig ist oder ob, weiß ich nicht, ihre wellensittliche Gallensteine haben, es ist scheißegal. Sie, und ob sie nicht kann, oder es spielt keine Rolle. Sie war natürlich schlecht. Nix für dich, fertig. So. Weil sonst überlegt man immer, ach, die Arme, kann die nicht mal, weiß ich nicht, kann die nicht mal zum Life-Coach gehen oder kann die nicht mal, ne, das machen, jenes machen, Wochenendkurs in der Volkshochschule, ja, dann kann sie ja machen und dann, wenn sie ein anderes Verhalten hat, kann man die Ehe ja fortsetzen und bis dahin ist sie halt beendet, aber es wird sowieso nicht passieren, also vielleicht, wie gesagt, jede Menschen können sich natürlich verändern, klar, aber Beziehung einmal on off, aber selbst wenn, also selbst wenn sie durch eine magische Intervention plötzlich eine ganz nette Frau wird, da kann man ja weitermachen. Aber das, da muss das erst passieren und dann machst du weiter. Und nicht, okay, du versprichst mir jetzt, macht's ja noch nicht mal, versprichst mir jetzt irgendwas. Und kann schon sein, wenn du jetzt die Zügel anziehst, dass sie dann irgendwas verspricht, dass sie irgendwas macht. Da würde ich aber immer sagen, ja, gehe ich jetzt trotzdem und dann, wenn du fertig bist mit deiner Veränderung, können wir weitermachen, ne? Es wird dann nicht in ein paar Wochen passieren, so, ne? Denke ich mal. Weil das hat sich, also sie ist jetzt auch so gewöhnt jetzt, dass sie dich so behandeln kann. So, dann vor 2 Jahren machte ich für meine Frau eine Vasektomie. Alter, ey, was ist los mit dir? Wo sind deine fucking Standards, ey? Also ich würde sowas nie machen. Never fucking ever würde ich so meine Patronen entladen irgendwie. Also ich finde das, weiß ich nicht, würde ich lieber anders verhüten, so wie man meint. Aber was soll das mit jemand, sorry, du bist in den 60ern, sie ist Ende 40. Was soll da eine Vasektomie, Leute? Also wirklich, ich meine, ganz ehrlich, ey, was, also klingt für mich wieder, ich will deiner Frau was nichts unterstellen, wieder wie so eine, weiß ich nicht, so eine kleine Gemeinheit, das von dir zu verlangen. Was verlangt sie denn noch irgendwie, dass du dich gegen Masern impfen lassen sollst? Oder ich weiß nicht, was soll das irgendwie? Oh Mann, ey. Danach verlief der Sex immer schlechter. Ja, das ist, du machst, was sie will und es wird noch schlimmer. Ja, das ist, so ist das in solchen Beziehungen. Oh Mann, ey. Zum einen hatte ich lange Schmerzen und dadurch spielte der Kopf plötzlich eine große Rolle. Die Leichtigkeit war weg und meine Frau stellte plötzlich Parallelen zu einer anderen Beziehung auf. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis du eine andere hast.
Also so wie du hier redest, denkst du ja gar nicht an anderen. Von daher vermute ich mal, dass es ein bisschen Projektion ist, was sie da macht. Aber nochmal, was kommt denn als nächstes irgendwie, dass du irgendwie Penisverkleinerung machen sollst? Oder was denkst du sich als nächstes aus? Keine Ahnung. Gut, ich habe viele Videos von dir gesehen, erkenne mich total wieder. Meine Frau wurde von ihrem Ex-Mann betrogen und hat bindungsängstliche Themen aufgebaut. Nicht dein Problem. Also man kann ja an alles arbeiten, aber innerhalb einer respektvollen Kommunikation, die gibt's ja aber nicht, ne? Nicht dein Problem. Ich habe den Gegenpart, also Liebessucht, mustergültig belegt. Ja, du musst dir gucken, warum du so lange in so einer Beziehung bleibst und was da deine Anziehungspunkte sind. Du musst dein Liebeschip umprogrammieren, wie auch immer du das machst, ne? Guck gerne mal meine Kurse rein, aber da jetzt zu bleiben und immer wieder drauf zu hoffen, dass weiß ich nicht, dass deine Frau sich da irgendwie ändern wird, das wird nicht, vor allen Dingen wird es nicht passieren, wenn du dich so behandeln lässt, so, ne? Das wäre ja mal das Erste, da mal Grenzen aufzuziehen, ne? Und wie gesagt, jetzt nimmst du noch ein anderes, also ich sage ja immer on-off ist nicht zu retten. Und wenn du sagst, es hat mich liebessüchtig gemacht, komm mal zum gleichen Schluss. Nicht zu retten eigentlich, ne? Also, tut mir echt leid. Du wirst bestimmt genug Leute finden, die da irgendwie das sugarcoaten und sagen, ist ja alles nicht so schlimm. Es ist so schlimm. So, wo waren wir jetzt? Bin jetzt aber an dem Punkt, wo ich mich frage, ob das Ganze noch Sinn macht. Ja, ich denke nicht. Nach einem ruhigen, harmonischen Start traten die ersten emotionalen Achterbahnfahrten nach ein paar Monaten auf. Das ist immer so, das ist eigentlich ein super E-Mail, dass das von Anfang an so war. Und vielleicht hat man ein Drama-Gehirn, was das erst geil findet, das ganze Drama. Ne? Also nicht, dass man das wirklich so wahrnimmt, finde es geil, aber oder man wird ein bisschen addicted und man kennt es, aber man sieht es ja auch, es ist nicht, deswegen ist es auch so eine mangelnde Kompatibilität, ne? Auch wenn du das Drama hast, es passt einfach nicht, ne? Was jetzt nicht heißt, dass sie mit einem anderen Mann anders wäre oder so, vielleicht, ich weiß nicht, mit wem sie kompatibel ist, keine Ahnung. Also auf so eine schräge Art seid ihr schon kompatibel, weil du einfach ihre Grenzübertritte tolerierst, aber das ist eine Art von Passung, die wir nicht haben wollen, ne? Ich bin jetzt, ja, Anfang 60, meine Frau ist Ende 40, wir sind seit so und so vielen Jahren verheiratet und ich hatte so große Hoffnung, dass sie endlich mal Ruhe in die Beziehung bringt. Habe ich mich da so getäuscht? Ja, sieht so aus. Was muss passieren, dass wir die Ehe noch retten können? Ich sehe da so keinen Ansatzpunkt. Du musst noch aufpassen, natürlich kann man jetzt wieder so standardmäßig sagen, Paartherapie, aber mit welchem Ansatz denn? Also da müsst ihr ja bei Adam und Eva anfangen und muss noch Angst haben, dass der Paartherapeut von seiner Frau manipuliert wird, so irgendwie. Also on-off, forget it. Wir streiten uns sonst eigentlich überhaupt nicht, nur wenn es um diese emotionalen Themen geht. Na, ihr habt eine On-Off-Beziehung, also natürlich ist es dazwischen. Ich sage ja immer, Nordkorea scheint manchmal auch die Sonne. Trotzdem ist es Nordkorea, ne? Also, was soll ich dazu sagen, ne? Das ist ja das Problem. Dann gibt es wieder drei schöne Tage, dann schafft mal wieder Hoffnung und dann geht das Chaos wieder los. Ich würde Beziehungen immer nach den schlechten Phasen beurteilen, ne? Sorry, wenn ich so unromantisch bin, aber ja. So als zum Beispiel, als mein Vater vor ein paar Jahren gestorben ist, war ich alleine auf der Beerdigung. Ey. Sorry, das ist einfach so ein Verzweiflungslachen. Das ist natürlich überhaupt nicht lustig. Aber was denn noch, ey? Also was denn noch? Was muss sie denn noch machen, dass du sagst, es reicht? Was noch? Ich würde mir als deine Frau würde ich mich fragen, was kann ich denn noch machen, bis meine Reaktion kommt, ne? Ich bin bei solchen Sachen, die mich und meine Familie betreffen, alleine. Mein anderes Kind hat vor 2 Jahren geheiratet. Vermute mal, da war es auch alleine. Weihnachten verlief sehr schlecht. Meine Frau feierte Weihnachten im Kreis ihrer Kinder und ich wurde hin und her gerissen, kam ziemlich angespannt, emotional aufgewühlt bei meiner Frau an. Die merkte die Spannung und schmiss mich kurzerhand aus ihrer Wohnung. Ja, also ich verstehe schon, dass man sowas drinstecken kann,
und findet nicht raus. Aber ich bezweifle, dass irgendjemand hier in den Kommentaren schreiben wird, du sollst das weitermachen, kann ich mir nicht vorstellen. Also so war Weihnachten endgültig gelaufen. An der Hochzeit meines Sohnes hat sie auch nicht teilgenommen, als meine Ehefrau wohlgemerkt. Tschüss Sikowski. Und wenn du was nicht kannst, klar, dann und du hast das Gefühl, ich muss das aushalten, ja, dann such dir Beratung vor Ort und besprich das. Aber ich meine, das ist so eine klare Geschichte. Ich kann da leider nichts. Also mein Job ist eigentlich immer ganz einfach. So, wenn das so in dieses Toxische geht, das kann man ja, glaube ich, ja sagen hier, dann ist es nicht zu retten, ne? Fertig. Ja. Werdet bestimmt Leute finden, die dann sagen, ach, die kann nicht anders, muss noch warten und ist dein Seelenpartner und ja, fuck it, ey, echt. Das Leben ist zu kurz für so einen Scheiß und du hast noch alle Chancen, nochmal neu anzufangen, ne? Und wer weiß, vielleicht ist es so einer in 100.000 Fällen, wo, nachdem du gesagt hast, du wirst mich nicht mehr so behandeln, dass deine Frau sich plötzlich zusammenreißt, aber ich glaub's nicht, also ich glaube nicht, dass sie aus dieser On-Off-Schleife rauskommen. Wie gesagt, ich persönlich habe es nie erlebt. Also vielleicht gibt es irgendwo, weiß ich nicht, in der tiefen Mongolei irgendwo im verlassenen Dorf gibt es irgendwo einen Paartherapeuten, der schon mal erlebt hat. Weil, also kann sein, ich bin jetzt nicht allwissend, aber es ist alle Wahrscheinlichkeit sagt, dass es nicht aufhören wird. So, ne? Gut, habe noch irgendwas nicht gelesen. Meine Beziehung, meine erste Ehe waren auch schon ein wenig chaotisch, aber lange nicht so wie momentan. Ja, was sagt dir das? Du hast da ein Liebeschip in die Richtung und das Universum sagt dir jetzt, so, jetzt machen wir es mal richtig schlimm, damit du dir den Scheiß endlich mal anguckst. Also so war es bei mir, so war es bei vielen anderen auch. Und in diesem Sinne, macht die fucking Kurse, haltet euch nicht auf mit Leuten, die euch nicht gut tun. Das Leben ist viel zu kurz dafür. Und ja, freue mich auf eure Kommentare, eure Likes, Dislikes, whatever. Und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.